Der Krieg in der Ukraine und die auch dadurch deutlich steigenden Preise lassen die Verbraucherstimmung in Deutschland weiter abstürzen. Das Barometer der Nürnberger Gesellschaft für Konsumforschung rutscht für April noch einmal kräftig ab und landet auf dem niedrigsten Wert seit Februar vergangenen Jahres. Damals hatte der harte Corona-Lockdown den Verbrauchern die Laune verdorben. Nun der russische Einmarsch in der Ukraine und die dramatisch gestiegenen Energiepreise. All dies in einer Situation, in der die Inflationsrate ohnehin schon hoch ist und nach Ansicht etwa der Commerzbank auf rund 7,5% in Deutschland steigen könnte. Verschärft wird die Situation, weil Russland jetzt mit einem Lieferstopp für Gas droht. Damit reagiert der Kreml auf die Ankündigung der G7, Gas-, Öl- und Kohlelieferungen aus Russland nicht wie von Moskau verlangt in russischen Rubel zu bezahlen, sondern vertragstreu in westlichen Währungen zu begleichen. Gegenüber einem amerikanischen Fernsehsender machte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow deutlich, dass Russland einen Lieferstopp von Gas erwäge, sollten die westlichen Staaten in einer Bezahlung in US-Dollar, Euro oder britischem Pfund festhalten. Moskau will mit seiner Forderung einen Teil der Sanktionen insbesondere gegen die russische Notenbank aushebeln, die bei Transaktionen in Rubel eine wichtige Rolle spielen würde. Für Westeuropa, aber vor allem für Deutschland, würden Engpässe bei Energielieferungen zu ernsthaften Konsequenzen führen. Derzeit bezieht Deutschland rund 35% seines Rohöls, 50% seiner Kohle und 55% seines Erdgases aus Russland. Zwar dürfte sich die Abhängigkeit in einigen Bereichen schon in Kürze deutlich verringern, doch gerade bei Gas gibt es nur wenig Alternativen. Hier würde ein Embargo durch Russland die Versorgung hierzulande in Frage stellen. Dennoch reagieren die internationalen Energiemärkte überraschend gelassen. Nach dem massiven Preisanstieg zu Beginn des Ukraine-Krieges sind die Preise wieder rückläufig und gaben auch am Morgen weiter nach. Jetzt allerdings legen die Notierungen für Rohöl wieder etwas zu. Auch am Frankfurter Aktienmarkt zeigt sich überraschend wenig Besorgnis. Der deutsche Aktienindex verbucht weiterhin kräftige Gewinne.